Der Hintergrund des Projektes ist der demografische Wandel in Deutschland. Deutschland wird ja bekanntlich älter, bunter und weniger. Und ja, uns ist aufgefallen, dass eben gerade diese beiden Gruppen, eben ältere Menschen und jüngere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, sich eigentlich kaum außerhalb der eigenen Familie begegnen und dass es eigentlich einen Mangel an Begegnungsräumen und Austausch gibt. Beim Projekt haben 40 Teilnehmer mitgemacht aus 11 verschiedenen Nationen, darunter Syrien, Indien, Irak, Iran, Polen, aus der Mongolei, aus China, aus Korea und natürlich aus Deutschland. Ich heiße Uwe, mein Lieblingsort ist die Kiefernstraße neben dem Zack. Ich heiße Sarah, mein Lieblingsort ist der Düsseldorfer Hafen. Hallo, ich bin Steven und mein Lieblingsort ist McDonald's. Die Teilnehmer waren zwischen 14 und 75 Jahre alt, also eine ganz breite Spanne. Das Projekt fand in den Herbstferien dieses Jahr statt. 7 Tage hat es gedauert und am Ende gab es eine Präsentation der Ergebnisse auf der Bühne. Wir wollten eben einen Ort schaffen, wo es zum Dialog zwischen diesen beiden Gruppen kommt, und zwar zu einem künstlerischen Dialog. Also es gab 4 Workshops, einen Theaterworkshop, einen Tanzworkshop, einen Musikworkshop und einen Filmworkshop, die jeweils von professionellen Künstlern angeleitet wurden. Und ja, innerhalb dieser Workshops haben sich eben die beiden Gruppen künstlerisch mit Fragen zur Zukunft der Stadt auseinandergesetzt. Also was ist mir eigentlich wichtig innerhalb der Stadt? Wie muss sich die Stadt eigentlich verändern, um sich in Zukunft auf diesen demografischen Wandel einzustellen? Wie müssten sich vielleicht Orte verändern und welche Orte sind einem eigentlich wichtig und gibt es da vielleicht auch Überschneidungen? Ja, und dementsprechend hat eigentlich der ganze Workshop ja auch die Frage beantwortet, wie wir eigentlich in Zukunft leben wollen. Also in diesem Platz ist wirklich sehr Emotion bewegende Platz für mich. Hallo, ich heiße Sami, ich komme aus Syrien. Ich bin 15 Jahre alt. Auch jeden Tag ich gehe schwimmen, weil ich mag schwimmen.